Puh, was war das für ein Rennen in Umhausen? Bevor wir also jetzt zum Weltcup-Finale kommen, zu den letzten beiden Veranstaltungen im Rahmen dieser Weltcup-Saison, wollen wir vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse jetzt noch einmal zusammenfassen. Eine Jekaterina Lavrentieva wie immer in Hochform, aber wir haben gesehen, sie ist nicht unschlagbar. Dann ein Patrick Pignetta, er hat Nerven wie Drahtseile und trotzdem, die Konkurrenz ist ihm dicht auf den Fersen. Nur bei den Dopplern, da sieht das Ganze doch etwas anders aus. Vier Rennen während der Saison, vier verschiedene Saisonsieger. Wer dann am Ende ganz vorne ist, wir werden es in Kürze hier erleben. Bevor wir aber nun zu diesem Weltcup-Finale in Passaia kommen, das ja zweigeteilt ist, zunächst das Ersatzrennen von Krynic in Polen und anschließend am nächsten Tag dann das Weltcup-Finale, möchten wir ganz kurz Danke sagen. Das Team von Powermoderator.com und Infotainment TV haben ja während der gesamten Saison die Bilder produziert. Wir haben über 14 Millionen Fernsehzuseher erreicht. Es war eine ganz tolle Saison. Wir haben ganz tolle Bilder hier also mitliefern und miterleben dürfen. Trotzdem muss man sagen, sowas muss man sich einmal live anschauen. Wer also noch nicht dort war, der sollte einmal auf ein Weltcuprennen der Naturbahnrodler gehen. Denn erst dort sieht man live, welche Höchstleistungen diese Sportler wirklich erbringen. Ein Dankeschön gilt vor allem auch den Sponsoren dieses Weltcups gemeinsam. Es ist unter anderem die Firma Pevo, es ist die Firma Zauner Group und es ist die Firma Tränker Großbäckerei aus dem Südtirol. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, diese Bilder in die ganze Welt hinauszutragen. Jetzt aber genug des Dankes, konzentrieren wir uns auf das Weltcup-Finale. Wie gesagt, am ersten Renntag die Ersatzveranstaltung von Krynica in Polen und anschließend dann das große Weltcup-Finale. Es ist die Post abgegangen. Schauen wir uns am besten dieses Weltcup-Finale noch einmal gemeinsam an. Und bevor die beiden letzten Rennen der Saison ausgetragen wurden, musste die neue Bahn in Moos in Passaia erst einmal gebührend eingeweiht werden. Die Sportler zogen feierlich ein und kein geringerer als der Landeshauptmann war es, der die Bahn offiziell freigab. Die ersten Wettkämpfe auf der neuen Bahn waren die Doppelsitzer, bei denen die Entscheidung über den Gesamtweltcupsieg noch völlig offen war. Nicht weniger als vier Partien machten sich noch Hoffnung auf den Gesamtweltcup, unter anderem sie, Pavel Porschnew und Ivan Lazarev aus Russland. Sie gingen als Drittplatzierte in den zweiten Lauf und machten auch in diesem Lauf deutlich, dass ihnen die High-Speed-Bahn von Passaia zu liegen schien. Mit neuer Bestzeit übernahmen sie die Führung im Gesamtklassement. Bereits zuvor hatten Alexander Egorov und Peter Popow die Stärke des russischen Teams unterstrichen. Sie lagen nun auf dem zweiten Platz. Reinhard Bär und Herbert Kögel wollten ebenfalls noch ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden. Die Bahn in Passaia aber ist eine der schnellsten im Weltcup-Zirkus und gerade im oberen Teil sehr anspruchsvoll. Der kleinste Fehler reicht, um wichtige Zehntel liegen zu lassen. Und so fielen Bär Kögel zurück und reihten sich hinter den beiden russischen Doppeln auf Rang 3 ein. Oben standen nur noch die Führenden nach dem ersten Lauf. Christian Schatz und Gerhard Mühlbacher waren im Laufe der Saison immer stärker geworden und kamen ja mit dem Sieg in Umhausen im Gepäck und entsprechend viel Selbstvertrauen nach Passaia. Obwohl sie nicht an die Laufzeit von Porschnew Lazarev herankamen, reichte es in der Gesamtwertung dennoch. Sie gewannen dieses wichtige Rennen vor ihren schärfsten Konkurrenten und machten so noch einmal wichtige Punkte gut. Nein, es läuft zurzeit echt gut. Man hat es in Umhausen schon gesehen. Wir haben da ein bisschen Bedenken gehabt, ob wir auf der Highspeed-Bahn das wirklich runterbringen, weil wir haben momentan einen Vorteil sicher in den technischen Teilen und der dauert da nur 30-40 Sekunden. Aber wie man sieht, es hat super funktioniert und wir freuen uns riesig. Wenn man aber hernimmt, zum Beispiel die beiden russischen Doppel, im Training waren sie gar nicht so vorne mit dabei, im Rennen plötzlich sind sie da. Ja, ich glaube, die haben schon ein bisschen geblufft und die Russen sind immer sehr stark einzuschätzen, also man darf sie nicht aus Acht lassen.
Damit ergab sich vor dem letzten Rennen der Saison eine unglaublich spannende Konstellation. Denn zieht man die beiden Streichresultate ab, liegen Schatz Mühlbacher und Porschneffler Zarew punktgleich an der Spitze im Gesamtweltcup. Ruhig geschlafen hat in dieser Nacht wohl keiner der vier. Bei den Damen zeigte die Russin Julia Vetlova einmal mehr, dass sie zwar im Konzert der Großen mitmischen kann, andererseits aber auch, dass sie noch zu wenig Konstanz aufweist. Nach Rang 2 im ersten Lauf landete sie im Schlussklassement auf Platz 7. Renate Kaslatter konnte mit ihrem zweiten Lauf ebenfalls nicht überzeugen und vergab die Chance auf einen weiteren Stockerlplatz. Für sie reichte es zu Platz 4. Ihre Teamkollegin Barbara Abad dagegen machte es umgekehrt. Sie fuhr mit einem guten zweiten Lauf noch vom 6. auf den 3. Platz vor. Ich bin voll froh, dass es mir hier so gut ausgegangen ist. Die Bahn ist wirklich nicht so meine Traumbahn. Und deshalb bin ich froh, dass es super gegangen ist. Renate Giertl, sie hatte sich für dieses Rennen ebenfalls viel vorgenommen. Vor allem, nachdem Renate Kaslatter die Woche zuvor schon bewiesen hatte, dass man Lavrentieva schlagen kann. Doch vielleicht wollte sie zu viel. Nach Durchgang 1 hatte sie schon über 8 Zehntel Rückstand auf die Russin und lag auf Rang 4. Der zweite Lauf gelang besser, im Zwischenklassement übernahm sie die Führung. Alle aber waren sich darüber klar, dass eigentlich nur ein sehr grober Fehler einen weiteren Sieg von Ekaterina Lavrentieva hätte verhindern können. Zu stark zeigte sich die Russin, zu souverän fuhr sie auch in diesem Rennen, fast unglaublich ihre Dominanz. Bestzeit in beiden Läufen und über 1,5 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Renate Giertl brachten ihr nicht nur den Tagessieg, sondern auch vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup. Kein Zweifel, sie war die überragende Athletin dieser Saison und hatte sich den Gesamtsieg mehr als verdient. Ja, diese Bahn für mich ist gut. Ich mache nicht so viel Fehler. Erster Lauf keine Fehler gemacht und gute Zeit. Jetzt ist Ekaterina Lavrentieva heute wieder vorne gewesen, in einer bestechenden Form. Ja, sie ist einfach weit vor und ich glaube, das ärgert ihn so wie der, was wir eben hinten rumfahren. Aber wir wollen drum bleiben, wir schauen das Beste und vielleicht geht es sich wieder mal auf. Die Renate hat es gezeigt. Geht es wieder mal auf? Weltcup-Finale ist morgen. Neues Rennen, neues Glück. Ja, logisch. Morgen beginnen die Uhren wieder bei Null. Wir werden wieder Vollgas geben, noch wie mehr wie heint. Vielleicht sehen wir noch mal. So schnell wie die Katharina oder noch schneller. Danke. Bei den Herren lag zwar wieder Patrick Pigneter nach Durchgang 1 in Front, doch der 20-Jährige wurde von Fieber und Verkühlung geplagt, musste nach dem ersten Lauf sogar medikamentös behandelt werden und legte trotzdem im zweiten Lauf sogar noch einen drauf. Mit neuer Tagesbestzeit unter 55 Sekunden machte Pigneter klar, dass er sich auch von einer Krankheit nicht am Siegen hindern lassen würde. Er war auf dem Weg zum Gesamtweltcup-Sieg. Ja, heute war ein super Rennen. Hätte man nie gedacht, weil ich bin ein bisschen krank, angemessen Antibiotika nehmen. Und ja, der Pilz hat gute Zeiten vorgelegt und die haben angemessen schauen nach und ist super aufgegangen. Der Patrick ist in einer sehr bestechenden Form und das ist, glaube ich, eine sehr große Leistung für einen Gewinn. Im letzten Lauf, man steht als Letzter am Start und kann einmal den Maurekord fahren, zeigt eigentlich seine Klasse und er ist halt einmal in Topform und er ist momentan das Maß aller Dinge. Aber so weit ist er nicht weg und, wie schon gesagt, man braucht nur einen kleinen Fehler haben und dann ist ein anderer vielleicht da. Dadurch, dass Martin Psenner auf Rang 5 landet, witterten seine Konkurrenten noch einmal Morgenluft. Vor allem der große Routinier Gerhard Pilz wollte es noch einmal wissen. Er hatte zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass dies seine letzten Rennen sein würden und er seine Karriere nach diesem Wochenende endgültig beenden würde. Ein 2. Platz war der verdiente Lohn einer konstanten Leistung. 3. wurde Florian Breitenberger aus Italien, der damit sein bestes Saisonergebnis erzielte. Ja, ich bin nicht überglücklich, dass ich wieder langsam in Anschluss gefunden habe. In Hüra habe ich ein bisschen Probleme gehabt in Anfang der Saison und deswegen überglücklich mit dem 3. Platz.
Und auch Gernot Schwab machte mit einem vierten Platz wieder von sich reden. Im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft kam er immer besser in Form. Der Entscheidungstag in Pasaia. Heute nun sollte endgültig klar werden, wer die begehrten Trophäen für den Gesamtweltcup in Händen halten sollte. Nur bei den Damen war diese Entscheidung ja schon gefallen. Ekaterina Lavrentieva war der Sieg schon vor dem Abschlussrennen nicht mehr zu nehmen. Ganz anders die Situation im Doppel. Christian Schatz und Gerhard Mühlbacher oder Pavel Porschnew und Ivan Lazarev. Diese beiden Doppel würden wohl den Sieg unter sich ausmachen und Hitchcock hätte das Finale nicht spannender inszenieren können. Punktgleich gingen sie in dieses Rennen und die beiden Russen lagen auf Rang 3 vor dem zweiten Lauf, etwa eine halbe Sekunde hinter Schatz Mühlbacher. War das bereits die Entscheidung? Porschnew Lazarev übernahmen die zwischenzeitliche Führung und verdrängten die bis dahin führenden Bea Kögel auf Rang 2. Jetzt hatten es Christian Schatz und Gerhard Mühlbacher selbst in der Hand, ihren Gesamtweltcup-Sieg aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen. Sie mussten vor dem russischen Doppel liegen, um dies zu erreichen. Und bereits bei den Zwischenzeiten wurde deutlich, dass sie auf dem besten Wege dazu sind. Es wurde letztlich eine deutliche Sache, denn mit der besten Laufzeit im zweiten Durchgang und über einer Sekunde Vorsprung sicherten sich die beiden Österreicher den Tages- und damit auch den Gesamtweltcup-Sieg. Ja, wir freuen uns riesig über diesen Sieg heuer. Also wir haben jetzt ab Mitte der Saison noch mal so Gas gegeben. Es steckt hinter dem Gesamtweltcup-Sieg heuer so viel Arbeit drin. Wir haben in den letzten Wochen ganze Nächte in der Rodelwerkstatt verbracht. Und wenn man das so ernten kann und mit 3 Siegen die Saison beschließen, ist einfach die schönste, was es gibt. Man darf aber auch sagen, Ivan Lazarev, Pavel Porschnew waren tolle Konkurrenten, die gegen euch hier bis zuletzt, also ihr wart Punkte gleich vor dem letzten Rennen, eine klasse Entscheidung geliefert haben. Ja, es war sicher sehr spannend. Es war das gleiche wie voriges Jahr. Da war auch das gleiche im letzten Rennen. Und sie waren tolle Konkurrenten, muss man sagen, ja. Erwähnen sollte man aber auch noch, dass Patrick Pigneter und Florian Klara Zweite wurden. Sie haben nur 2 Rennen absolviert in dieser Saison. Einmal gewonnen, einmal Zweiter. Das kann sich vor allem im Hinblick auf die Weltmeisterschaft sehen lassen. Das letzte Rennen der Damen war ebenfalls noch einmal spannend, denn Renate Gierdl führte nach dem ersten Lauf mit 900stel Vorsprung vor Ekaterina Lavrentieva und Barbara Abarth. Die Deutsche Michaela Maurer ließ zum Weltcup-Finale aufhorchen und überzeugte mit einem gesamt 5. Platz. Ja, am Anfang hat es nicht so gut ausgeschaut mit dem 11. Platz, dann hat es mit den Tomtätenplatzierungen ein 8., 7. auch mal ausgegangen und jetzt der 5. zum Schluss ist natürlich super und freut mich narrisch. Melanie Batkowski krönte eine gute Saison mit einem 3. Platz. Sie wurde im Gesamtweltcup schließlich 4. hinter Renate Kaslatter. Ja, also heute wesentlich besser für mich wie gestern. Ich war gestern auf dem 5. Platz. Heute nach dem ersten Lauf auf dem 6. Also bin ich im 2. Lauf mit 0 Erwartungen eigentlich hingegangen. Ich meine, gestern war es auch nicht viel mehr. Ja, ich fahre jetzt einmal an ohne Druck und ohne alles. Und ja, Gott sei Dank, es ist ein Stockholplatz rausgekommen. Doch nun zu den letzten beiden Läufen der Saison. Ekaterina Lavrentieva hatte ja den Gesamtweltcup-Sieg in der Tasche und wollte sich natürlich auch mit einem Tagessieg in Richtung Weltmeisterschaft verabschieden. Entsprechend legte sie wieder eine Hammerzeit vor und ging mit fast 1,5 Sekunden vor Melanie Batkowski in Führung. Oben stand jetzt nur noch die Südtirolerin Renate Gierdl.
Nur 900stel betrug ihr Zeitguthaben auf Lavrentieva, die ja, wie gesehen, einen Top-Lauf vorlegte. Aber auch Renate Gierdl gelang ein beinahe fehlerfreier zweiter Lauf auf der Bahn in Passaia. Im Ziel hatte sie noch 200stel Vorsprung und gewann damit das letzte Rennen der Saison. Nur, sie wusste davon noch gar nichts und erst, als sie noch einmal darauf aufmerksam gemacht wurde, registrierte sie, was da eigentlich gerade geschehen war. Ja, wir haben ja voll angestrengt diese Saison, aber es ist sich nie ausgegangen für den ersten Platz. Und dass ich jetzt gerade so für mich ausgegeben am letzten Rennen, das ist logisch toll. Realistisch betrachtet war auch bei den Herren der Gesamtweltcup bereits klar. Denn die Form eines Patrick Pigneter war so bestechend, dass nur ein Ausfall ihn noch hätte bremsen können. Vorne lagen die üblichen Verdächtigen, Blas Bichler auf 4, Schwab auf 3, Hannes Klara hier im Bild auf 2, Pigneter natürlich auf 1. Klara überzeugte in seinem letzten Saisonrennen und wurde letztlich Dritter, sein zweiter Stockerlplatz in diesem Winter. Gernot Schwab bewies seine aufsteigende Form und fuhr einen zweiten Platz ein, was ihm im Gesamtweltcup den vierten Rang einbrachte. Auf jeden Fall, oben bei der ersten Kurve habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Belastung. Das hängt sicher damit zusammen, dass ich das Material ein bisschen umgestellt habe während der Live. Im zweiten Kurven habe ich es ganz gut erwischt dann und es war einfach wirklich unter oben dann ganz gewaltig und das ist immer eine gute Zeit. Und er zelebrierte wieder einmal sein Rennen, wie es in diesem Winter schon so oft der Fall war. Elegant und ruhig, mit dem Gefühl für die richtige Linie und natürlich mit fantastischem Material fuhr Patrick Pigneter zu einem erneut ungefährdeten Sieg. 6 Rennen, 5 Siege, die maximal erreichbaren 500 Punkte stehen auf seinem Konto. Ich möchte mich bei den ganzen Trainern bedanken, weil die was allem fleißig arbeiten und besonders bei meinem Vater, der was mir allem die Rodel gerichtet hat. Ja, danke. Worauf führst du deine Dominanz zurück? Warum glaubst du, dass du überlegen bist? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht die mentale Stärke und viel Training im Sommer. Ich bin eigentlich nie unterwegs und allem ganz locker drauf und dann geht das. Der Naturbahnrodel-Weltcup 2006-2007 ist damit Geschichte. Eine spannende Saison war es, eine Saison, die wieder einmal sportliche Höchstleistungen bot und die in allen Disziplinen verdiente Sieger hervorbrachte. Auf ein neues im nächsten Winter.